Grazie, onorevole Köstinger. 2 Minuten. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Die Nachricht von den schrecklichen Ereignissen in Bangladesch sind natürlich alarmierend. Der Tod von über 1.100 Menschen ist nicht nur eine Tragödie für die betroffenen Familien, sondern für ganz Bangladesch. Wie wir wissen, mussten deshalb so viele Menschen sterben, weil Bauvorschriften nicht eingehalten wurden. Es lag also nicht an fehlenden Rechtsvorschriften, sondern an einer mangelnden Durchsetzung von bestehenden Bestimmungen. Als Reaktion auf den tragischen Zwischenfall haben sich jetzt knapp 40 internationale Textilhändler zu einem doch sehr wichtigen Schritt entschlossen. Und gemeinsam mit NGOs und Gewerkschaften soll nun an der Verbesserung der Produktions- und Sicherheitsstandards gearbeitet werden. Das ist ein richtiger und wichtiger Schritt, denn die Europäische Union und ihre Unternehmen generieren nicht nur Arbeitsplätze und tragen zur wirtschaftlichen Entwicklung bei, sondern müssen auch Botschafter europäischer Werte sein. Der Schutz der Menschenrechte, die Verbesserung der Arbeits- und Produktions- und Umweltstandards und die Schaffung von Wohlstand sind Aufgaben, die wahrgenommen werden müssen. Durch das allgemeine Präferenzsystem haben wir in Europa ein System, welches beide Seiten, den Handelspartner einerseits, aber auch die Europäische Union andererseits, zu mehr Verantwortung verpflichtet. Bangladesch ist dazu verpflichtet, UN- und ILO-Konventionen zu ratifizieren und zu implementieren. All diese Bemühungen müssen aber auch an jene herangetragen werden, die im Endeffekt die Produkte konsumieren. Denn sie sind es, die durch ihre Kaufentscheidung die Produktions- und Arbeitsbedingungen in einem Drittstaat gutheißen oder auch nicht. Um das aber tun zu können, muss ernsthaft aufgeklärt sein. Und aufgeklärt werden. Es muss die Möglichkeit geben, zu erkennen, ob Produkte UN- und ILO-Standards erfüllen oder nicht. Das Abkommen mit den knapp 40 Textilhändlern bietet somit die Möglichkeit zu einer solchen Konsumenteninformation. Eine Kennzeichnung, die nachhaltige Produktion, angemessene Löhne und Sicherheit am Arbeitsplatz garantiert, ist ein ambitionierter Schritt wie das unterzeichnete Abkommen selbst. Nehmen wir unsere Verantwortung wahr. Herzlichen Dank. Köstinger, do you accept a blue card? Blue card, there is a blue card for you. Yes, please. Gracias, Presidenta.